Was? Frechheit! Zählen Sie sind, sie bodenlos. Also wirklich. Ja, gut. Alles klar. Wer schlaft mehr von euch beiden? Sene, Baby? Ja, gut, ich glaube, das ist schön. Aber in der letzten Woche haben wir ein bisschen darüber geredet, dass ich recht früh schlafen kann. Wenn es viel Dollar ist, ist vielleicht eher noch ein bisschen später dran. Ja, dann ist sehr pflichtbewusst am Schlafen. Ja, aber sie haben gar nicht. So um 10:30 mache ich mich langsam parat. Ich wäre schon in der 11 Bus. Wer ist mehr am Handy? Definitiv. Was? Frechheit! Der Sandro Lauper schreibt keine Nachricht zurück. Ja, aber der kann das nicht, nicht, kann nicht am Handy sein. Unmöglich. Das heißt nicht, dass der ich kommt nicht am Handy und bin. Und rührt Nadel in die Ecke. Und dann hört, sieht es nie mehr. Ja, also wie bist du mehr am Handy als ich? Ja, weiss auch nicht. Ich habe gleich das Gefühl, dass ich viel bin, wo ich halt... Ich bin im Stadion, glaube ich, relativ viel. Aber dafür daheim wenig. Und darum habe ich irgendwie gleich gedacht... Ja. Nein, nein. Nein. Dann wäre ich dir nicht einig. Ich, ganz klar. Also. Wer isst weniger Fleisch? Ja, also ich schaue vor allem, dass ich einfach am... Ja, wenn ich... Vor allem, dass ich daheim mache, ist es wirklich fast nie. Also ich brauche da mehr irgendwelche Ersatzprodukte oder halt generell nur irgendwie ein bisschen Gemüse oder so am Abend. Ich glaube auch, dass es bei mir durch meine spanische Herkunft auch das Essen halt ein bisschen mehr Fleisch beinhaltet. Und durch das würde ich schon sagen, dass wir mehr Fleisch essen, also ich mehr Fleisch essen als das andere. Chorizo. Chorizo, all das Zeug. Ja. Wer trinkt mehr Kaffee? Ja, gut. Alles klar. Alles klar. Du bist mein Lebenselixier. Ja, mehr als Wasser gefühlt. Definitiv. Lieber Kaffee. Also, ich gehe sicher auch 3 am Tag oder so, aber bei dir sind die auch schon Mittag durch. Definitiv. Wer ist umweltbewusster? Unentschieden? Also, du kannst völlig reinhauen. Ja, ich sage jetzt auch mal. Aufgrund von was? Zähne? Ja, ich weiß nicht. Also, zum Beispiel beim Wasser probiere ich, ja, halte ich mich immer relativ kurz oder brauche wirklich nicht mega viel. Darum würde ich jetzt einfach mal reinschießen, dass ich umweltbewusst bin. Wenn du dir das bewusst machst, dann antworte ich dann revidieren. Also, bei mir ist jetzt, ich habe schon viele Punkte oder Berührungspunkte im Alltag, wo ich bewusst mit den Ressourcen umgehe. Aber jetzt zum Beispiel beim Duschen, wenn wir duschen 3-mal am Tag in der Kabine. Ich weiß nicht, also eigentlich ja, weiss im Moment, wenn ich sagen müsste, wenn ich schon so viel mal dusche, müsste ich vielleicht die Duschzeit da mal ein bisschen limitieren. Ja, absolut, ja. Aber gerade im Winter zum Beispiel, wenn du reinkommst und machen wir ein kaltes Training, dann ist für mich die warme Dusche etwas, was extrem wohlend ist und dann bin ich auch vielleicht ein bisschen irgendwo. Wer erzählt die besseren Witze? Ich kann alles daran trauen, nicht mal einen erzählen. Also da bin ich wirklich schlecht im Witz erzählen. Geschichten erzählen bin ich besser. Das kannst du gut. Aber Witz erzählen. Ja. Wer wäre da der King vom Team? Das ist jetzt der Konto. Nein, ich weiß nicht. Aber, ja. Also der Feature erzählt auch witzig. Ja. So halt Art, wie er es erzählt. Die Art, wie er es erzählt, ja. Ist sehr, sehr lustig. Das ist zum Teil einfach viel witziger als der Witz selber. Genau, ja. Sehr gut, das wäre das Ziel. Nein, sorry, ich habe noch einen. Dario Martino. Oh ja. Dario, ja. Dario hat ein paar Witzfragen. Der hat auch einen guten Humor. Der Cäsar hat auch ganz einen schlechten Humor. Cäsar sind bodenlos. Also wirklich. Ich darf nie von der Kamera. Nie.